Gar nicht, ne? Hier ist sehr warm, ein bisschen so. Ach, guck mal, wie das aussieht. Guck mal, oh! Unser Golf E6 ist ja fertig. Ich habe da schon mal 100 Kilometer gefahren. Der lässt sich echt gut fahren. Also wir werden noch mal eine Probefahrt machen. Ich hatte sogar eine neue Abdeckung besorgt hier. Aber Wasserstand ist noch gut. Gut, dass ich das noch mal kontrolliert habe. Da bin ich mal echt gespannt, ob er Öl noch verbrauchen wird. Boah. Das ist ja unser Winterprojekt. Ne? Wir haben schon eine Standheizung hier eingebaut, was natürlich tadellos funktioniert. Zu der Standheizung kommen wir noch, weil den wollen wir noch leise machen. Aber dazu wird es noch ein Video geben. Aber was gehört noch zum Winterprojekt? Sitzheizung. Sitzheizung! Wusstest du das? Ich hab's mir gedacht jetzt. Krass! Man glaubt es nicht, aber unser Golf 6 hat keine Standheizung. Ach, das ist keine Standheizung, keine Sitzheizung. Und ich habe die billigste Sitzheizung überhaupt bestellt. Zum Nachrüsten. Ich habe es auch noch nie gemacht, Leute. Das heißt, wir machen das erste Mal mit euch hier zusammen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was mich erwartet, wie schwer das Ganze wird. Man hat natürlich verschiedene Varianten mit diesen Knöpfen hier. Ich habe mich für diese runde Form entschieden. Ja, ihr seht diese viereckigen. Die viereckigen sind ja von diesem originalen Abdeckung. Komm, zeig dir das mal. Diese Abdeckung hier. Die habe ich rausgeholt, einmal durchgebohrt und dann unsere beiden Sitzheizungsschalter habe ich da eingebaut. Man hat verschiedene Varianten. Wie man das einbaut, ist dann halt jedem selbst überlassen. Muss nicht sein, dass hier links und rechts steht. Ich finde das halt nicht schön. Ihr seht ja, ich sind original. Das war das, was du gestern gemacht hast. Das habe ich gestern gemacht, stimmt. Kurz vor Feierabend habe ich das nochmal gemacht für mich. Dann haben wir hier unsere Carbonmatten. Ehrlich, Carbonmatten. Oh, dann haben wir noch mal hier so eine Alufolie, soll das sein? Aha, ja, das ist eine Alufolie. Echt, das Produkt eignet sich für Niederspannung 12 Volt. Es ist leicht auf einem Motor zu installieren. Bla 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 bla. Okay, das ist für eine Seite. Achso, den anderen habe ich ja schon rausgeholt. Ah, okay. Oh, sogar selbstklebend sehe ich gerade. Geil. Ist das selbstklebend? Ja, selbstklebend. Ah, okay, cool. Eine Seite, das kannst du dann halt entscheiden, ob du den für unten nimmst oder für oben nimmst. Okay. Ne? Also zwei jeweils. Und das für beide Sitze, das heißt einmal links und rechts. Haben die das auch gekennzeichnet? Okay, die haben es nicht gekennzeichnet, das ist gut. Und jetzt müssen wir die Sache in unsere Sitze einbauen. Ist das schwer? Keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. Wir gucken uns erstmal Elektrik an. Weil ich sehe schon, hier sind auf jeden Fall ein paar Kabel, die ich gesehen habe. Und das, warum haben wir so viele Kabel? Müssen wir alle einzeln anschließen oder ist was anderes? Das soll halt unser Relais sein für beide Sitze. Okay, dann haben wir einmal Plus Minus mit Sicherung abgeschirmt, muss auch so sein. Und dann haben wir zwei Kabel noch. So, bei den zwei Kabeln kann ja nicht sein, dass wir zweimal Zündungsplus haben. Das heißt, wir haben einmal fürs Licht und einmal nochmal Zündungsplus. Falls ihr keine Zündung habt, damit ihr einen Zündungsplus habt. Wird, glaube ich, bei uns sowieso wegfallen. Was heißt wegfallen? Das werden wir mit unserem Plus verbinden, weil wir das Ganze von Zigarettenanzünder nehmen werden. Und der hat dann im Endeffekt schon Zündungsplus. Und das hier ist für die Beleuchtung. Dann können wir unsere Beleuchtung, die im Auto ist, Ibo, hier mitsteuern. Das heißt, du machst Licht an, leuchtet das Ganze. Du dimmst das Ganze, mal gucken, ob er sich auch dimmen lässt. Ich glaube schon. Ansonsten finde ich das cool, wenn er angeht, wenn die ganze Beleuchtung angeht. Das ist doch cool. Ja. Was für eine Farbe, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Ich hoffe mal rot, dann wird es ja richtig original. Da haben wir unsere vier Anschlüsse. Ah, okay, das ist links, rechts. Gut, da kann man nichts falsch machen. Ob man oben oder unten, das ist egal. Nur links und rechts ist wichtig. Von der Elektrik her dürfte das eigentlich ganz simpel werden. Aber was schwer werden wird, was ich mir gut vorstelle. Super Bedienungsanleitung. Geil. Sitze ausbauen, ja. Sitzbezug rausziehen, alles hier drunter machen, eine Rücklehne machen und dann wieder zusammenbauen. Das wird schön. Aber darauf freue ich mich. Also bauen wir jetzt erstmal die Sitze aus. Die Sitze ausbauen ist ganz einfach. Wir haben zwei Schrauben vorne, wir ziehen hier nach vorne, zwei Schrauben hinten. Ich freue mich. So fest. Oh, der war auch locker. So, einmal. Ey, Ibo,
Wir sind reich. Warum? 1 Cent gefunden. Haben wir schon unseren Motorschaden schon fast bezahlt. Der Sitz ist ausgebaut. Jetzt müssten hier drunter auf jeden Fall ein paar Stecker sein. Also aufpassen, langsam. Den haben wir raus. Einmal. Dann haben wir hier einen Stecker. Ich finde hier Nüsse. Warum finde ich nicht, wenn ich einmal abmache, so 500-Euro-Schein, so, weißt du? Ja. Kann man das nicht verlieren? Und jetzt können wir unser Sitz rausholen, lieber. Der muss jetzt auseinandergepflückt werden. Wir haben den Sitz jetzt so weit auseinandergebaut, dass wir den Sitzbezug nicht ausbauen, sondern abziehen können in dem Fall. Das ist jetzt die Halterung hier an der Seite gewesen, die kleinere, die größere. Das hier zum Einstellen. Also ist eigentlich nichts Wildes. Das haben wir alles gemacht. Und jetzt, Ivo, ja. Hier hinten haben wir solche Klipse. Den einen habe ich schon abgemacht, den anderen. Und dann hier nochmal. Ist einfach so reingesteckt. Jetzt müssen wir die Seite abmachen. So. Haben wir den schon mal? Ah, guck mal. Man merkt halt, wenn du jetzt alles einzeln rausholst, dann ist es leichter. Vorne machen wir den jetzt nicht ab, aber wobei der jetzt auch abgehen würde. Diese Klammern musst du rausdrücken und danach kannst du eigentlich so abziehen. Geil! Ein Traum ist das. Ne? Natürlich vorsichtig sein, nicht dass ihr das kaputt macht. Ja. Zack. Zack, zack, zack. Hey, ja. Haben aber auch ein kleines Problem über. Wir müssen auch hier wieder rein. Wir müssen den erst hier ausschneiden. Dann müssen wir den hier ausschneiden. Und danach müssen wir den hier ausschneiden. Verstehst du? Ja. Und danach kleben wir den so. Das Gute jetzt ist, wir können unsere Sitzheizung so ausschneiden, wie wir wollen. Weil du siehst hier, guck mal, hier haben wir unsere Plus-Minus-Leitung. Und dann ist der überall verdrahtet. Das heißt, wenn wir jetzt nicht diese Leitung hier abschneiden, können wir aber in der Mitte abschneiden, wo wir wollen. Und das Ding wird trotzdem überall heiß. Ist doch geil, ne? Ist gut, ja. Gut, den machst du auf. Ah, den müssen wir später wieder reinmachen. Warum ist der dann einzeln wieder rausgegangen hier? Okay. Und dann hier vorne, Ivo, ziehen wir das Ganze nur hoch. So, da haben wir auf jeden Fall Klammern. Die müssen wir rausholen. Also das kenne ich eigentlich auch. Hier, solche Klammern haben wir. Unten nicht, das ist das Geile. Oben aber ja. So, Ivo. Ja. Jetzt machen wir den natürlich hier auch komplett auf. Das kleine bisschen noch. Also ich werde die auch wegklipsen. Ja? Also das kann man da nehmen. Kabelbinder. Ach hier, guck mal. Ach, hier ist der wieder gesteckt. Och, danke schön. Da haben die gesagt, wieder die Ingenieure. Oh, weil so ein Auto bauen die ja nicht sofort in einem Tag. Ne? Da haben die gesagt, Metall wird wieder teurer. Lass uns mal wieder auf Plastik gehen hier. Oder was ist das denn hier? Wo haben wir denn hier Plastik? Super. Das reicht uns hier. Wir nutzen einfach alles, was wir haben. Na, gucken wir mal, bis wie hoch wir gehen können. Jetzt mache ich die Löcher dafür, damit wir das Ganze hier reinstecken können. Also, wenn der ein bisschen Ticken breiter wäre, ne? Ja, wäre richtig geil. So, beim Stein ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr diese beiden Pole nicht abschneidet. Sonst ist das Ganze, wie ihr seht, das ist überall verdrahtet. Das heißt, ist egal, wenn ihr hier Löcher reinmacht, müsste eigentlich nichts passieren. Das werden wir natürlich später sehen, wenn das auch so ist. Ne? Ja. Du weißt doch, Theorie und Praxis immer anders hier. So, ich mache jetzt die ganzen Löcher rein und dann gucken wir mal, ob wir das richtig gemacht haben. Reinmachen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ganze auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. So. Jetzt hier Löcher rein. In die Löcher rein.
Ja, der passt. Der passt. Und wow, er sagt's. Der passt auch, Ibo. Perfekt. Das ist jetzt ehrlich, das ist perfekt. So, also könnten wir eigentlich den hier sofort so reinklipsen. Könnten wir, machen wir aber nicht, weil wir den hier noch kleben müssen. So, hier, Ibo, gucken wir uns das jetzt an. Hier, zack, passt. Na, guck mal, wenn wir den noch ein bisschen hier rüber machen würden. Aber es sieht auch sehr gut aus. Also, das Gute dran, es klappt. Was wir jetzt machen, hier ist der sauber. Gucken, ob wir noch irgendwelche Rückstände hier haben. Alles raus, hier diese ganzen Metalldinger, die wir da hatten. Ne? Ja, und dann kleben wir das Ganze schon sofort wieder. Bam! Und dann zack, zack. Und ich werde sofort schon das hier dran machen. Zack, drinne. Zack. Oh. Ha! Hörst du das? Dieses ja. Tack. Das ist ein geiles Geräusch. Bam. 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 Okay. Das war's, Ibo. Die Seite ist fertig. Jetzt werden wir hier Kabelbinder rein. So sieht das Ganze aus, Ibo. Jetzt machen wir den schön. Nur gucken, dass wir das Ganze auch runter verschieben. Nicht, dass wir den im Rücken spüren. Dann können wir das Ganze schon wieder abschneiden. Also ich brauche jetzt nicht auf richtig Spannung machen. Also ich habe es jetzt schon ein bisschen zu viel, glaube ich, gemacht. Dann können wir das Ganze noch mal hier so runter machen. So. So, siehst du, da haben wir unsere Spannung auch wieder. Drehen wir das so um, Ibo, und dann kommt das so rein. Geile Technik. Ja, oben ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ist okay. Ne? Alles wieder stramm. Hier haben wir unseren Zug, haben wir. Ne? Und man merkt echt gar nicht, ob da jetzt eine Sitzheizung verbaut ist oder nicht. Ah, doch, hier haben wir leicht. Ganz leicht. Ja, diesen Stecker merkst du hier gerade. Aber ganz ehrlich, ich hätte das jetzt auch ein bisschen da wegschneiden können. Habe ich nicht gemacht. Also das ist leichter. Safe, das sage ich euch jetzt schon. So, oder haben wir den Furnier gemacht? Ja, wir haben den so gemacht, ne? Und hier nicht, weil hier, wenn wir den wegschneiden einfach und dann hier reinsetzen. Ne? So, genau, hier werden wir die ganzen jetzt schön abschneiden. Das heißt, wir haben einmal da, zack, dann haben wir hier, zack, dann haben wir hier, zack, hier das gleiche. Abgeschnitten. So, dann haben wir hier, das ist dann einmal hier durch. Weil das ist wichtig, dass man den auch ganz rein macht. Wenn wir das so gerade verbauen würden, das Erste, was passiert, wenn wir auf Spannung sind, dann wird er das sofort abreißen. Ne? Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man auch diese Kanten macht. Ganz wichtig, wenn man sich hinsetzt, dass das dann schön auseinander geht. Je nach Hintern geht der dann mehr oder weniger. Das einzige Problem ist, wir haben es zu weit hinten gemacht. Wir hätten es hier machen müssen. Oh! Und ich habe das so geil perfekt gemacht, ne? Guck dir das an. Egal. Also mache ich das wieder ab, mache ich den wieder da dran. Super. So, Eidosch, du kommst genau richtig. Ha! Was
machst du denn Schönes? Sitzheizung. Kriegt der hier oder was? Der kriegt eine Sitzheizung. Warum? Oh, sehr schön. Nicht gut oder was? Das ist super. Ja, ich weiß doch, du stehst doch auf Sitzheizung. Ich mag das, ja, tatsächlich. Besonders im Winter. Die Seite ist schon komplett fertig. Du hast schon fertig. Ja. Ja, leider Akku leer. Deswegen musst du mal auf Eidosch warten. So eine Führung hast du hier. Mhm. Das machst du dann einmal so. Und dann musst du den hier reinmachen. Ah, und dann, das ist ja voll easy. Ja, ja, also bei manchen Stellen ja, bei manchen nicht. Das war's. Eidosch! Sitz Nummer 1 ist schon mal ready. Na, und? Merkst du hier irgendwas? Nö. Ist schon gut geworden, muss man sagen. Also man sieht hier nichts, man fühlt nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich vorher anfühlt, aber man fühlt ja nur das Kribbelige hier. Ja, ja, das ist schon normal. Ja, also der ist auch hier, ne? Ja, hier bis hierhin. Jetzt baue ich den wieder komplett zusammen. Das Gute dran, wir haben noch eins. Weil das ist jetzt genau aneinander geklipst. Das ist echt schwer ein bisschen. Das müsst ihr jetzt einmal so. Was ist denn los? Sag nochmal aneinander. Einander. Aneinander. Das ist so schön gesagt. Aneinander. Ihr müsst aufpassen, es ist aneinander. Und dann, wenn ihr das schafft, könnt ihr euch später noch eine Ananas gönnen. Aneinander? Ist das aneinander gesteckt? Es ist aneinander gesteckt. Guck mal, Eidosch. Kaputt. Was kaputt? Das hier. Ja? Scheiße, jetzt brauchen wir nur einen Sitz. Kein Bock mehr. Es ist normal, dass das Ding getrennt rauskommt. Nee, eigentlich nicht. War es nicht aneinander? Nein, war es nicht. Leute, ich wüsste. Okay, jetzt. Wenn ihr schlechte Laune habt, ruft einfach Eidosch an. Und dann sagt, sollen wir uns aneinander helfen? Okay. Hast du Probleme? Es wird ja. Rufst du aneinander? Eidosch, du kannst eigentlich, weißt du, was du machen kannst? Du kannst so eine Therapiestunde machen und dann einfach mit den Leuten lachen, klatschen, singen. Ich schwör's dir, die werden so geheilt, ne? Die brauchen dann überhaupt nichts mehr. Die leben länger. Depression weg so. Man sagt doch so, wenn man viel lacht, dann lebt man länger. Ja, es sei denn, man lacht sich zu Tode. Okay, aber ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Ja, und das Stück hier, das schneiden wir eh wieder ab. Das kommt weg? Ja. Machen wir so. Guck mal, dann machen wir Kfz-Fuzzi rein hier. Falls mal irgendwann den einer ausbaut. So, super. Jetzt bist du zufrieden, ne? Jetzt bin ich zufrieden. Ja, weil ich sag dir doch immer wieder, es ist die einzige Stelle, wo der kaputt gehen kann. Weil das wäre doch ärgerlich, wenn jetzt, sagen wir mal, die Stelle da abreißen würde, ne? Ja. So. Ja, guck mal. Sitzt doch gut. Jetzt hast du hier die Spitze abgeschnibbelt und den Rest da reingestopft, ne? Ja. Das sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus, ja. Und hier, der ja. Stecker. Stecker ist rein. Auch hier durch. Ja, das ist hier. Nee, finde ich schön. Also, also unten geht das echt schnell. Ja, das ist einfach nur dieses Aufschneiden. Genau. Zack, einmal schon drinne und dann führen wir das Ganze weiter. Nee, geht nicht. Weil wir schon berührt werden hier. So, zack, der ist auch schon drinne. Und der dritte. Ne, der ist auch nicht drin. Sag ich euch schnell. So, zack. Jetzt haben wir den. Machst du nicht die Seiten erst?
Nee, das machen wir gleich. Fuck mit. Bam. Das war's. Sitz ist fertig. Sehr schön. So. So sieht das jetzt aus. Eidosch. Ja, ist so ein bisschen nass, aber das Gute dran. Popo wärmer. Also können wir das Ganze gleich schön heizen. So, jetzt bauen wir den wieder komplett zusammen. Das geht auch ganz schnell. Und dann einbauen. Und dann bauen wir das Ganze wieder. Ja, und dann machen wir die Elektrik. Elektrik ist eigentlich ganz simpel. Wir haben einmal Plus, Minus, Gelb und einmal Rot. Rot ist Zündungsplus und das Gelbe ist die Beleuchtung. Beim Golf 6 könnt ihr das Ganze ja schnell ausbauen. Habe ich jetzt in dem Fall gemacht. Das ist der für Zigarettenanzünder. Okay. Und dann gucken wir das ganz schnell. Haben wir einmal Masse, das wird der braune sein. Dann halten wir so fest, haben wir erstmal nichts. Machen wir Zündung an. Haben wir 12 Volt. Ja. So, Zündung aus, dann ist das wieder aus. Zack. Und dann haben wir 12 Volt. Machen wir Licht wieder aus. Ist er aus. Gut. Das heißt Masse. Dann haben wir unser Plus und das ist unsere Beleuchtung. Wir haben von Topdown so eine Wärmebildkamera. Machen wir jetzt einen auf Predator. Jetzt schwarz auf weiß. Wird es funktionieren oder nicht? Oder machen wir von dort, dass du ungefähr mal siehst. Weil Sitze habe ich jetzt noch nicht fest. Ne? Ja. Alles kalt. Ja, jetzt gucken wir uns die Sitze an. So, du siehst die Sitze gar nicht, ne? Hier ist sehr warm, ein bisschen so. Ach, guck mal, wie das aussieht. Guck mal, oh! Ach, guck mal, das ist da noch geblieben. Ja. Warum das denn? Ja, weil das ja noch heiß ist. Hast du so eine Wärme abgegeben, dass es jetzt nicht weggeht? Beide. Eins, zwei. Jetzt haben wir gedrückt und jetzt schauen wir mal, wie schnell, ob er dann warm wird. Es kann ja auch sein, dass es gar nicht funktioniert. Nein, also der müsste jetzt da und da richtig schön warm werden. Ach, guck mal! Guck mal! Ah, man kann die Muster erkennen. Unten auch? Geil! Das ist ja cool. Die Muster kann man richtig erkennen. Wow! Auch hier drüben? Auch da drüben, Alter. Ich guck mal. Ja, ich kann es sehen. Ey, krass! Das ist noch nicht warm. Ja, aber das sieht schon warm aus. Hey, gleich mal anfassen. Das sieht schön aus. Guck mal, voll die Muster. Ja, das sieht echt geil aus. Ne? Die Muster sind schön. Ja, total schön. Da drüben auch. Man sieht, wo deine Knicks sind. Guck mal. Aber du siehst, obwohl wir es weggeschnitten haben, funktioniert alles. Natürlich. Oben mir auch. Ja. Perfekt. Und meine Knicke sieht man auch sehr schön. 10 Grad. Es funktioniert, das ist das Gute. Und jetzt kann ich den auf jeden Fall komplett erstmal zusammenbauen. Können wir nachher Popo-Test machen? Hä? Popo-Test. Können wir machen. Diesel hat nicht gezogen, Partikelfilter war komplett voll, Eidosch. Ja. Das hast du sofort gesehen, weil du siehst ja auch die Temperaturen so mit dem. Ja. Das war Wahnsinn. Ne? So sieht das aus. Ja. Ne? Wenn wir Licht anmachen, leuchtet das Ganze. Oh. Das finde ich geil. Licht aus, Licht an. Zigarettenanzünder funktioniert nicht, aber es ist egal, ob es so gut soll, nicht funktionieren. Ja. So, und das Wichtigste ist, anmachen, anmachen. Spüren. Und dann lass uns ungefähr mal gucken. Bei mir ist es schon warm. Also jetzt muss ich mal. Ja, ich bin auch schon Wärme. Oh mein Gott. Wahnsinn. Wow. Geil. Ich feier's. Ich find's schön, jetzt habe ich eine richtig schöne Wärme. Ja, und warte mal, was mich jetzt auch interessiert, wenn wir jetzt ausmachen und wieder anmachen, muss wir den nochmal neu starten. Guck mal. Warte. So, wenn ich jetzt einmal ausmache und jetzt wieder mache, ah, dann geht er aus. Sehr schön. So das muss wolltest das sein. Du doch auch, ne? Genau. Ja, besser als dieses Drehknopf oder so, wo er immer auf 5 bleibt. Dann hast du den irgendwann im Sommer. Ja, nee, stimmt. Also ich find's schön. Ist gelungen, Leute. Ja, definitiv. Ne? Also ich kann das Ganze mal unten verlinken. Falls das eine oder andere möchte, kann er das nachmachen. Aber ihr habt gesehen, so viel ist das nicht. Die hast du auch selber gekauft, ne? Ja, klar, ich hab selber gekauft. Hat Spaß gemacht? Ja. Ich weiß, du hast Hunger. Ich ja, weiß. Genau. Ich habe immer Hunger, weißt du? Ja, deswegen ja. Bevor du das sagst, habe ich das schon vorgegeben. Ja, du kannst ja mich nachher zum Essen einladen. Ja, machen wir, weil wir müssen sowieso weg. Dann von das. Da gehen wir was zu essen. Yes. Okay? So.
Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft. Bis dann noch rein. Ciao.